Oje, oje. Kannst du dir das denn nicht selbst denken, das, wovon jedes Mädchen träumt? Oh. Der Clown greift Fischauge an. So, ja. Er beschießt sie mit schwarzer Energie. Falkenauge springt vor Fischauge, um sie zu schützen. Und wird getroffen. Das war der erste Streich! Schwer verletzt versucht Falkenauge, den Clown außer Gefecht zu setzen. Aber er hat nicht mehr die Kraft dazu. Danke! Oh nein! Falkenauge! Sag was! Das habe ich die ganze Zeit befürchtet. Deswegen habe ich mit aller Kraft versucht, Pegasus zu finden, damit wir drei für immer Menschen bleiben können. Es ist mir leider nicht gelungen und jetzt ist es zu spät. Falkenauge! Bitte halt durch! Oh. Nimm das! Falkenauge reicht Fischauge seine magische Kugel. Dann schließt er die Augen. Falkenauge! Der lacht! Tigerauge und Fischauge greifen den Clown an. Aber was sie auch unternehmen, nichts scheint diesen Dämon aufhalten zu können. Jeden Angriff wehrt er mühelos ab. Oioi, der hat aber eine mächtig Angst vor Schlangen. Dabei sind sie ganz harmlos, solange sie nicht beißen. Er ist viel zu stark für uns. Was jetzt? Fischauge starrt auf die magische Kugel. Hör zu, Tigerauge. Ich weiß, wo Pegasus ist, aber um Pierrot zu besiegen, brauchen wir es Sailor Moon. Wenn wir die Energie dieser Kugel einsetzen, um Sailor Moon zu helfen, könnten wir es schaffen. Wir haben doch jetzt sowieso nichts mehr zu verlieren, also warum versuchen wir nicht einfach, diese letzte Chance zu nutzen? Bitte, erlaub mir, mit dieser Kugel Sailor Moon zu helfen. Nachdenklich fällt Tigerauges Blick auf Sailor Moon. Bist du dir auch ganz sicher, dass Sailor Moon Pierrot besiegen kann? Nur sie kann es. Also gut. Zeigen wir es ihm. So einfach kriegt der kleine Clown das Amazonentrio nicht. Genau, Tigerauge. Wenn wir geboren werden, hoffe ich, dass wir gleich als Menschen auf diese Welt kommen. Habt ihr euch jetzt endlich voneinander verabschiedet, ja? Noch nicht. Aus dem Nichts lässt Fischauge Chibiusa erscheinen. Was soll denn das werden? Bitte, erfüll uns jetzt diesen letzten Wunsch. Durch die Kraft der magischen Kugel wird plötzlich der Traumspiegel Scherbel für Scherbel wieder zusammengesetzt. Bunny erwacht. Bunny! Chibiusa! Schnell, du musst dich in Sailor Moon verwandeln. Helfen dir doch tatsächlich denen, die uns ständig im Weg stehen. Ich kann es nicht fassen. Chibiusa, bist du bereit? Mhm. Mach der Mond Herzen! Mach auf! Und die zwei verwandeln sich in Sailor Moon und Sailor Chibi Moon. Beiden habe ich doch noch lange keine Angst. Feuerball! Jetzt ist Schluss. Pegasus, ich bitte dich, beschütze die Träume der Menschen. Pegasus, hilf! Pegasus erscheint.
Sailor Moon konzentriert sich ganz auf die Macht der Liebe. Und die Macht der Liebe vernichtet den Dämon. Sailor Moon geht zu Fischauge und Tigerauge, die verletzt am Boden liegen. Vielen Dank, dass ihr uns geholfen habt, aber wieso? Ich beneide jeden Menschen, der so voller Träume ist wie du. Dann bist du ja diese Frau. Sie verwandeln sich in das zurück, was sie eigentlich sind. In einen Fisch, einen Tiger und einen Falken. Pegasus! Pegasus bestrahlt die drei mit seiner Energie. Sie verwandeln sich in Menschen zurück. Und jeder von ihnen bekommt seinen Traum. Das ist ein Traumspiegel. Wir haben es geschafft. Wir dürfen jetzt für immer Menschen sein. Von jetzt an Menschen sein und ihre Träume haben. Ihr braucht euch keine Sorgen mehr, um sie zu machen. Pegasus fliegt mit den dreien davon. Zirconia spricht zu seinen Untergebenen. Jetzt müsst ihr Pegasus finden. In diesem Wald könnt ihr vorerst bleiben. Er ist noch dunkel. Aber ich bin sicher, schon bald werden eure Träume ihn erhellen.